Hallo meine Lieben, ich filme heute wieder mit meiner alten Kamera. Ich habe sie aus dem Schrank hervorgekramt und werde die andere mal einschicken und dann schauen, was dabei rauskommt. Das sieht dann so aus, die ist einfach nach vorne gerutscht. Ich habe es gestern übrigens noch geschafft, das Kanalbanner zu machen, also quasi mit einem Bild von mir und mit dem Bild von den Babys, von dem ich euch erzählt habe, was so süß ist. Ich glaube, die Kamera ist immer so blass, aber ich glaube, die hat wenigstens keine permanenten Störgeräusche. Lotte sitzt mitten Bruno im Busch. Das ist ja zu lustig. Ich suche die beiden jetzt nämlich gerade überall. Der Bruno saß gerade direkt neben der Lotte. Ach, das sind, glaube ich, zwar auch gerade nicht scharf, aber naja, man sieht wieder nichts. Ich habe gerade erfahren, dass man ab morgen seine Familie wieder sehen darf bei uns in Bayern. Ich weiß nicht, wie das bei euch geregelt wird oder ist bei euch in den Bundesländern, ob ihr das schon durftet oder noch nicht. Oder ob ihr es vielleicht auch ab morgen wieder dürft. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben und in welchem Bundesland ihr daheim seid. Auf jeden Fall sind das doch schon mal gute Nachrichten. So, das Paket darf ich nicht vergessen, weil das möchte ich dann noch abgeben, dass meine Kamera eingeschickt werden kann. Diese Parkplatzsuche bei der Hinfahrt immer. Ja, ich bin jedes Mal froh, wenn ich meinen Parkplatz habe und wenn er einigermaßen günstig gelegen ist. So von der Zeit ist es ungefähr das gleiche, als wenn ich mit dem Rad in die Arbeit fahren würde, weil ich ja ein bisschen weiter weg parke und dann das letzte Stück noch zu Fuß laufen muss. Und da brauche ich dann insgesamt so lange, als wenn ich mit dem Rad fahre, beziehungsweise auf dem Hinweg brauche ich länger als auf dem Rückweg. Oder anders gesagt, auf dem Hinweg brauche ich länger, als wie ich mit dem Rad brauchen würde. Eben auch durch die Parkplatzsuche. Aber auf dem Rückweg ist es von der Zeit ungefähr gleich, vielleicht sogar ein bisschen schneller. Also gleicht sich das wieder aus. Aber man ist mit dem Auto tatsächlich nicht unbedingt schneller, als wenn man mit dem Rad fährt. Da ist man oft tatsächlich schneller dran. Aber ich fahre einfach nicht gerne Rad. Ich habe es ja immer noch gemacht, die ganze Zeit, so quasi aus Gewohnheit. Aber jetzt habe ich ja halt gedacht, warum tue ich mir das an, jeden Tag was zu machen, was ich eigentlich nicht gern mag und was mir keinen Spaß macht. So, ich bin jetzt wieder daheim, habe Holly gleich schon mal ihre Tropfen gegeben. Dann habe ich eine Maschine Wäsche angeschmissen, weil ich meinen Mundschutz waschen muss. Und jetzt dürfen die Babys noch mal kurz draußen hüpfen. Die beiden können uns gar nicht erwarten. In der Zeit werde ich noch mal eine Runde bisellen. Und ach, das darf ich nicht vergessen. Das wollte ich nämlich heute eigentlich schon, bevor ich in die Arbeit bin, raus nehmen aus dem Kühlschrank. Und zwar habe ich ja noch Kartoffelsalat von letzter Woche. Ich wollte den eigentlich schon rausnehmen, damit der in der Zeit, in der ich in der Arbeit bin, halt Zimmertemperatur bekommt, weil ich mag den nicht so gerne so kalt. Hab's aber vergessen, obwohl ich mir extra einen Zettel geschrieben habe, hab's aber trotzdem vergessen. Aber ich muss jetzt eh erstmal noch bisellen und für die Babys das Abendessen richten. Bruno nimmt wieder, das ist lustig, der nimmt nicht den geraden Weg, sondern der geht auf Nummer sicher und geht dann entweder so am Schreibtisch entlang oder an dem Tisch und über die Schüsseln und durch den Tunnel oder unter der Heizung entlang. Also er geht immer den sicheren Weg. Auf jeden Fall habe ich jetzt eh erstmal noch zu tun, bis es Abendessen gibt und in der Zeit wird der Kartoffelsalat dann auch warm. Ja, wer kommt denn da wieder von alleine? Der Bruno traut sich jetzt nicht. Emmy kam von alleine, die Lotte kam von alleine. Das ist ja schön. Habt ihr abgewartet, bis ich mit meinem Bisell fertig bin? Ja, sowas. Kommen die von alleine wieder? Na, das ist natürlich perfekt.
Jetzt dachte ich, die genießen noch ein bisschen die Abendsonne, aber na, jetzt traut sich der Bruno wieder nicht. Das ist wieder so typisch. Hallo Lottchen. Hallo Schatzi. Halli, hallo. Und Emmy ist schon am Abendessen. Ja, wunderbar. Ja, schön. Da muss ich euch nicht holen, das ist ja toll. Das finde ich ja großartig. Ich freue mich immer so, wenn die Babys von alleine kommen und ich sie nicht holen muss. Gell, das ist schön. Ja. Wobei, wenn der Bruno sich jetzt nicht reintraut und Holly ist wieder mit ihm raus. Da sitzt er und Holly ist gar nicht mehr sichtbar. Ehe ich geschaut habe, sind alle wieder raus. Auch die Emmy, die war die ganze Zeit noch am Futtern. Aber jetzt werde ich sie doch alle mal wieder reinholen, damit hier Feierabend ist, gell? So, jetzt schauen wir mal, wo alle sind. Da haben wir den Bruno, der ist auch am Abendessen. Da haben wir die Holly. Wie ihr schaut. So süß, hm? Mit deinen schönen Knopfaugen. Wo ist denn die Lotte? Ach, die Lotte. Lotte, du bist doch nicht etwa bei der Arbeit. Bist du schon wieder im Loch? Ha, da hast du jetzt was entdeckt. Kleine Schönheit. So, haben wir alle? Wo ist denn jetzt die Emmel? Gibt's doch nicht. Jetzt ist die Emmel draußen. Nennt. Wo sind die? Komisch. Das ist wie Ostereier suchen. Da guckt sie umeinander. Mausel. Jetzt geh mal rein. Hm? Geh mal rein. Na komm. Hast du dich getarnt? Ja? Okay. Na komm, hier rein spaziert. Super. Die Emmy liegt bei der Lotte. Und die Holly liegt beim Bruno. Und der Bruno hat die Holly gerade geputzt. Süß. Heute mal schnelle Küche zum Abendessen. Einmal Tropfen für die Holly. Wegen was habt ihr eigentlich meinen Kanal abonniert, als ihr ihn abonniert habt? Oder was seht ihr auf meinem Kanal am liebsten? Also sind natürlich Vlogs. Mit den Hasen inbegriffen, aber was an den Vlogs seht ihr am liebsten? Quasi, wenn ich was koche oder backe oder die Babys oder wenn ich putze oder wenn ich spazieren gehe oder wenn ich euch Klamotten zeige oder irgendwelche Hauls oder die Süßigkeiten testen, Sachen oder Food Diaries oder also wenn ich euch zeige, was ich esse oder ja, was seht ihr generell am liebsten? Das würde mich mal sehr interessieren. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare und auch gerne, da krabbelt gerade eine Spinne. Ein sehr interessantes Exemplar. Ich habe nichts gegen Spinnen. Ich weiß, manche von euch haben Angst. Wer hat Spinnenangst? Das könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben. Habt ihr Angst vor Spinnen? Ja oder nein? Also ich nicht. Ich muss jetzt aber auch nicht unbedingt auf der Hand krabbeln haben, aber so verfalle ich auf jeden Fall nicht in Panik und es stört mich auch nicht. Für mich sind das genauso Lebewesen, die ihre Berechtigung haben. Ja, also genau.
Das könnt ihr mir noch schreiben und natürlich wie immer die Lieblingsstelle von diesem Video. Was hat euch am besten gefallen? Schreibt mir das gerne alles unten in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu lesen, und ich freue mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und wir sehen uns dann morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss.